Hi Leute, heute erzähle ich euch was über den Manga Kamishama Karin. So, das ist der erste Band. Und über die Nachfolgeserie Kamishama Karin Chu. Das ist der erste Band auch. Kamishama Karin Chu ist nicht in Deutschland erschienen, allerdings in den USA. Und da habe ich mir den auch letztes Jahr geholt. Also ich war letztes Jahr in den USA und da habe ich mir den, als ich den gesehen habe, direkt besorgt. So, aber jetzt erstmal zu Kamishama Karin. Gezeichnet von Kogedombo. In den Jahren 2003 bis 2005 in Japan erschienen. Kamishama Karin Chu erscheinte von 2006 bis 2008. Es gibt einen passenden Anime zur ersten Staffel, also zu der ersten Manga-Reihe. Der umfasst 26 Episoden. Unterscheidet sich aber auch wieder sehr vom Manga, wenn man es so sagen will. So, in dem Manga Kamishama Karin geht es um, wie gesagt, Karin, wie es auch schon im Titel vorkommt. Sie lebt mit ihrer Tante zusammen und ihrer kleinen Katze Shishan. Allerdings ist jetzt der Fall, Shishan ist gestorben und sie fühlt sich ganz allein. Sie ist halt ein bisschen, ja, sie ist nicht gut in der Schule und ihre Tante ist deswegen auch ein bisschen mies immer. Und sie fühlt sich halt total alleine und verzweifelt und ist traurig und steht dann halt am Grab ihrer Katze und weint. Und da sieht sie dann Kasune. Ist ein bisschen grob zu ihr. Er fragt sie halt erst, warum sie weint, und dann sagt sie halt wegen ihrer Katze, die verstorben ist, und das findet er ein bisschen lächerlich. Und das erste Treffen der beiden ist also nicht so toll. Sie puncht ihn nachher weg. Ja, und ist halt noch trauriger als vorher. Kurz darauf lernt sie Kasunes Cousine Himeka kennen. Himeka ist ein typisches Girl, wunderschön, viel Accessoires. Und sie rennt halt total, ja, sie rennt halt in sie rein und so lernen sich die beiden halt kennen. Und Himeka verwandelt Karin in eine kleine Schönheit, weil sie ihr dann so ein paar Styling-Tipps gibt und sie ein bisschen, ihr so ein bisschen die Haare macht und sowas. Und ja. Kurz darauf ist sie wieder am Grab ihrer Katze und lernt da noch eine mysteriöse Person kennen, und zwar Kirio. Nachher wird er immer nur als Brillenschlange bezeichnet. Er ist hinter ihrem Ring her. Sie hat von ihrer Mutter einen Ring geerbt und hinter diesem ist er her, weil es einer der Götterringe ist, was sie natürlich jetzt momentan noch nicht weiß. Ja, später kommt es dann halt zu einem Kampf, in dem Kirio Karin diesen Ring entziehen will. Allerdings kommt Kasune dazwischen und hilft ihr und verwandelt sich in einen Gott und hilft ihr so gegen Kirio anzukommen. Sie selber verwandelt sich dann auch in eine Göttin und ab da geht der Kampf los. Erst verschwinden Kasune und Himeka für eine kurze Zeit, allerdings kurz danach treffen sie sich wieder und Karin wird zu ihnen eingeladen, zieht dann zu ihnen in diese große Villa und kommt auf eine Privatschule, auf die gleiche, die die beiden auch besuchen. Auch Kirio ist auf dieser Schule, und es kann ja nur schief gehen, sowas. Also es kommt jetzt zu vielen, vielen Kämpfen. Und Karin muss halt erst noch mit ihrer Kraft klarkommen und ja, so ein bisschen lernen, damit umzugehen. Eines Abends, auf einmal steht dann Shishan, also ihre Katze, auf ihrem Bett und sie ist total, was ist denn jetzt los? Warum lebst du? Warum? Was ist denn los? Und ja, Shishan erzählt ihr dann, dass sie auch eine Göttin ist, und zwar die Begleiterin von Karin in Göttergestalt. Und ja, Shishan kann jetzt reden und lebt halt wieder. Karin ist natürlich überglücklich, dass sie ihre Shishan wieder hat, ist natürlich aber erst ein bisschen komisch für sie. Ja, Kasune ist übrigens immer geschwächt, nachdem er gegen die anderen Götter gekämpft hat. Kirio ist ja auch ein Gott. Und ja, es ist halt ein bisschen blöd, weil er seine Lebensenergie sozusagen da reinhängt und von Kampf zu Kampf schwächer wird. Als sie dann auf dieser Schule ist, fällt ihr das alles ein bisschen schwer. Sie ist halt nicht die Schlauste und Kasune versucht ihr so gut wie es geht zu helfen. Auch Himeka versucht es. Allerdings ist sie wirklich am Verzweifeln und als sie so verzweifelt ist, lernt sie Kirika kennen. Kirika ist der Bruder von Kirio. Wie wir nachher herausfinden, ist aber Kirika ja ein Mädchen und verkleidet sich nur als Junge. Und ja, Karin ist von Anfang an begeistert von Kirika und verliebt sich in Kirika. Ja, später erfährt Karin dann, wie gesagt, dass Kirika ein Mädchen ist, aber das kommt erst später.
Ja, während dieser ganzen Kämpfe, die immer wieder stattfinden um diese Götterringe, also wie gesagt, jeder hat einen Götterring und verwandelt sich damit, erfährt Karin dann, warum darum gekämpft wird. Und zwar geht es um Himika. Himika ist nur halb, erfährt sie von Kasuna. Und zwar gibt es noch eine andere Himika, die ist bei Kirio. Und ja, es geht einer immer gut und einer geht's schlecht. Und es liegt halt auch an diesen Götterringen. Und deswegen dieser Kampf um diese Götterringe. Ja, später taucht noch ein weiterer Charakter auf, und zwar Michiru. Michiru wurde von Kasunes Vater, Professor Kujo, damals operiert und bekam ein neues Augenlicht, ein neues Auge. Er trägt auch einen Götterring, allerdings verwandelt er sich nicht in einen Gott. Zumindest in diesen ersten 7 Büchern der ersten Staffel nicht. Ja, es geht dann halt weiter, immer dieses Hin und Her mit den Kämpfen, und irgendwann erfährt Karin, dass Himika ja auch in Kasune verliebt ist, und ja, Himika versucht halt auch, Kasune dazu zu kriegen, dass er sie noch mehr mag, und es wird halt alles ein bisschen kompliziert, und es kommt dann halt dazu, dass Karin sich auch in Kasune verliebt. Irgendwann schwinden auch Himikas Kräfte während dieser ganzen Kämpfe, weil ja, es ist halt so, dass diese andere Himika, die bei Kiriko und die bei Kirika und Kirio ist, stärker wird, dass sie mehr Lebenskraft bekommt, und dadurch geht es halt der Himika von Kasuna und Karin schlechter. Ja, und es kommt dann halt, wie es kommen muss, es kommt zu einem finalen Kampf. Da ist es dann so, dass Karin die ganze Wahrheit erfährt, und zwar über ihre Vergangenheit. Sie denkt, sie ist eine Waise, was aber nicht stimmt, genauso wie Himika ja denkt, dass sie eine Waise ist. Das ist aber alles nicht wahr. Sie erfährt dann nämlich, dass Kasune und sie sozusagen wiedergeboren wurden und früher Kasune Professor Kujo war und Karin halt seine Frau und Himika ihr Kind. Und Karin wurde halt also die beiden wurden halt in diese kindliche Gestalt gesetzt wegen diesen Kämpfen und wegen dem Vater von Kirika und Kirio, weil er so ein bisschen abgedreht ist bei dieser ganzen Sache. Und ja, in Kirio ist dann auch der Geist des Vaters gefahren und versucht halt, diese Karin und Kasune zu besiegen. Allerdings, als schon alles verloren scheint und Karin ihre Kräfte verloren hat, gibt Michiru ihr einen neuen Ring und neue Kräfte erscheinen. Sie hat eine neue Verwandlung, und die beiden kämpfen halt dann bis zum Schluss gegen Kirio, der ja von seinem Vater gelenkt wird, und es kommt aber alles zum Guten. Und nach diesem Kampf ist Kasuna aber erstmal eine Zeit lang verschwunden, denn er verliert ja seine Kraft immer wieder, und es ist dann halt so, dass er erstmal ein paar Wochen ja, weggesperrt wurde, also nicht weggesperrt, sondern behandelt wurde. Aber Karin weiß halt nicht, wo er ist, und macht sich Sorgen, aber er taucht dann halt wieder auf. Insofern hört der 7. Band halt auf von Kamishama Karin. So, dann im Kamishama Karin Chu, das sind auch 7 Bände. Da geht es dann halt darum, dass Kasune wiederkommt. Er war halt eine Zeit lang im Ausland und Karin ist halt überglücklich. Himika-chan ist übrigens momentan nicht dabei, genauso wie Michiru. Sie war also ganz alleine, Karin, und ja, am nächsten Morgen, als die beiden dann erwachen, liegt zwischen den beiden auf einmal ein kleines Kind, ein kleiner Junge. Er stellt sich dann als Susune-kun vor. Er ist das Kind von Karin und Kasuna aus der Zukunft und ist halt gekommen, um den beiden neue Kräfte zu verleihen und ja, um zu helfen, die Zukunft zu verändern. Die beiden bekommen neue Ringe, und Karin bekommt noch eine Uhr, mit der sie die Zeit zurückdrehen kann. Ja, und so geht es dann halt los, dass sie erstmal. Ist es natürlich für die beiden wie, wir haben ein Kind, eine Zukunft, wie, bitte? Sie sind natürlich erstmal total, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Aber relativ schnell begreifen sie, okay, es ist bitterer Ernst hier. Es müssen die drei noblen Gods gefunden werden, also im Amerikanischen heißt es The Three Noble Gods. Den ersten haben wir natürlich dann mit Kasune-kun. Karin wird in diesem Fall nicht als einer der Three Noble Gods gezählt. Kurz darauf lernen wir Jin kennen. Er ist eine Berühmtheit. Er ist, wie wir dann erfahren, auch ein Gott. Und
als er Karin kennenlernt, sagt er nur, oh, ja, endlich treffe ich dich, ich habe so lange auf dich gewartet, weil er halt Träume von ihr hatte. Was aber gar keine Träume waren, es waren halt, ja, Karins zukünftiges Ich hat zu ihm gesprochen in diesen Träumen. Und ja, Karin kann jetzt, wie gesagt, mit ihrer Uhr die Zeit zurückdrehen, was sie auch öfters mal tut, weil am Anfang Kasune und Jin ganz schön in Schwierigkeiten miteinander geraten. Und ja, Kasune erzählt den beiden übrigens auch, dass Susune erzählt den beiden übrigens auch, dass Kasune in der Zukunft fort ist. Also zumindest erzählt Karin Susune dies. Dabei ist eigentlich in der Zukunft Kasune gestorben und nicht abgehauen. Ja, kurz darauf kehrt auch Michiru zurück. Michiru ist nun auch einer der Three Noble Gods. Und ja, so beginnen die neuen Kämpfe gegen die neue Bedrohung. Und zwar ist das Himika. Himika von der Seite von Kirio und Kirika. Und zwar kommt sie auch aus der Zukunft und will auch die Vergangenheit verändern, weil in der Zukunft sind Kirio und Kirika beide gestorben und sie ist allein und das will sie halt nicht. Und ja, durch die Saat des Bösen will sie jetzt halt verhindern oder will sie jetzt halt die Vergangenheit verhindern und die Zukunft ändern. Ja, Himika versucht nachher noch ihren Vater wieder zu erwecken, den sie wiederfindet. Da kommen wir aber später noch zu. Ja, es gibt zwischendurch immer wieder einen kleinen Streit zwischen Kasune und Jin um Karin, wer sie jetzt denn kriegt. Dabei ist dann später auch mal ein Körpertausch angesagt. Also das heißt, Jin ist in Kasunes Körper und Kasune in Jins Körper. Allerdings merkt Karin das. Und ja, Karin und Kasune, ihren ersten Kuss erleben wir auch in den Bänden. Und zwar zu Weihnachten in einer besonderen Kirche, wo sie sich ein Versprechen geben. Und kurz danach kehrt Kasune in die Zukunft und will herausfinden, was denn jetzt los ist. Er kommt dann wieder irgend nach kurzer Zeit und erzählt dann, wir müssen Love Evolution hinbekommen. Das ist sozusagen eine Vereinigung zwischen Kasune und zwischen Karin und einem dieser Three Noble Gods. Es ist halt dann sozusagen eine Superkraft, die die beiden dann jeweils haben. Und die erste Love Evolution kommt dann auch zwischen Kasune und Karin. Und sie haben jetzt halt mehr Kräfte, die sie vorher nicht hatten. Und kurz darauf hat sie eine Love Evolution mit Michiru. Michiru, es ist aber so die Sache, eigentlich wollte er nicht weiterkämpfen, weil er erfahren hat von Karin, die zwischenzeitlich mit ihrem zukünftigen Ich gesprochen hat, dass er in der Zukunft tot ist, genauso wie Kasune und Jin. Oder nein, Jin ist nicht tot, sondern Jin verliert sein Gedächtnis. Aber Michiru hilft dann doch weiter und bei dieser Hilfe passiert dann halt diese Love Evolution zwischen den beiden. Und kurz darauf taucht auch unsere Himika wieder auf, also die Himika von Kasune und Karin. Und wird gefangen genommen von der anderen Himika. Aber Himika ist ja immer so ein bisschen, ach ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Oder nein, nicht komme ich heute nicht, komme ich morgen, sondern so ein bisschen verpeilt, sagen wir es mal so. Also sie ist nicht so, was ist denn jetzt los? Warum nehmen die mich gefangen? Sondern, ach, ihr nehmt mich gefangen, auch gut. Ja, und es kommt dann halt so, dass wir im siebten, dass wir dann im sechsten Band erfahren, dass Jin die Wiedergeburt, oder nein, dass in Jins Körper der Geist von Kirihiko ist. Und zwar ist Kirihiko ja der Vater von Kirio und Kirika. Und Himika erweckt ihn halt zum Leben. Und er soll halt gegen die anderen kämpfen. Zum Schluss gibt es halt wieder einen finalen Kampf im siebten Band. Da kommt es dann dazu, dass Karin eine Love Evolution mit Jin-Kun hinbekommt und es wird halt alles gut und es ist dann halt so, dass die Zukunft auch durch diesen Kampf verändert wurde und Susune wieder in der Zukunft ist und dass am nächsten Tag nach diesem Kampf die Erinnerungen an diese ganze Kämpferei jetzt in diesen neuen sieben Bänden mit dieser neuen Verwandlung, diese Erinnerung ist weg. Also sie wissen nicht, dass Susune da war, dass sie, um die Zukunft zu ändern, gekämpft haben. Und ja, es ist dann halt so, dass es auf jeden Fall sehr schön trotzdem für sie ist, denn ihre Sachen, die zwischendurch passiert sind, also die Sachen im Thema Liebe und Freundschaft, die sind aber noch erhalten.
Ja, und so endet es halt. Dann zum Anime. Der Anime ist ja in manchen Folgen ziemlich anders als der Manga. Zum Beispiel die letzten Folgen, die sind ganz, ganz anders. Also der finale Kampf ist ganz anders. Ich meine, von der Grundstory ist es immer gleich, aber es ist halt wieder so, ja, es ist halt wieder alles ein bisschen verändert worden. Allerdings gefällt mir der Anime trotzdem ganz gut. Ich finde vor allen Dingen das Opening toll. Ich liebe diesen Opening-Sound. Also das finde ich echt ganz toll. Und ja, das war es erstmal.